Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus Simulator. Dach in Asenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator. Ich fahre hier gerade durch Berlin-Spandau. Ich krieg eine Beschwerde nach der anderen. Ja, und das ist nicht schön. Ich versuche mich doch wirklich zu bemühen hier. Und da steigt jetzt gerade jemand wieder zu. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Natürlich. So, das Geld nehmen wir natürlich. Ist klar. So, dann können wir hier wieder zumachen. So, also mit Ticketverkauf finde ich das irgendwie spannender. Und das geht beim Add-on Wien nicht, glaube ich. Außer ihr habt es mir mittlerweile in den Kommentaren erklärt. Wie fährt der denn? Schaut euch mal den Idioten an hier! Und was ist los? Die Fahrgäste beschweren sich schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los, ey? Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. Da ist schon wieder eine Haltestelle. Da muss ja alle 5 Meter halten, ey. Was ist das denn hier? Berlin? Seit wann gibt's denn da alle 5 Meter Haltestellen? Ist das so? Ja, wir spielen ja... Das spielt ja in den 80ern, ne? Muss ich immer wieder erwähnen. Für Leute, die neu dazugekommen sind. So, Bärwinkel. Vielleicht muss ich das auch noch extra durchsagen. Das versuche ich mal jetzt. Aber das, ich weiß ja vorher gar nicht, was für eine Station kommt. Da müsste ich ja vorher auf den Plan gucken. So, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass ich die Haltestellebremse zwischendurch andingsen muss. So, da steigt die eine aus und die andere, die genauso aussieht, steigt wieder ein. Auch recht. So, bam. Und weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt schaue ich mal ins Spiegel vielleicht, oder? Beim Losfahren. Damit da nichts passiert mehr, so. So, jetzt hätte ich blinken müssen, weil ich ja die Spur gewechselt habe. Das Blöde ist nur, ich weiß nicht, wie die scheiß Blinker wieder ausgehen. Ich weiß es immer noch nicht. Ja. So. Du fährst jetzt aber weiter, oder? Fahr weiter, Mann, ey. Wegen dir muss ich ja so voll bremsen fast, ey. Und dann werde ich wieder geschimpft. Das geht ja gar nicht hier. Scheiß Kollegen. Alle nichts drauf. So. Anhalten. Oh, da ist aber viel los jetzt. Guten Tag. Einmal kurz Strecke, Morgen. Bitte. Guten Morgen. Danke. Hallo. Servus. Muss ich erst das Geld nehmen? Ja, damit die dann wieder auflegen kann. Vorher legt die nicht auf. Ja, genau. Immer schön dicht an der Frau hinten am Bobbes halten. Das ist erregend. So. Und weiter geht's. Ich schaue in den Rückspiegel. Das Blöde ist nur, in den Rückspiegeln, da ploppen die auch so auf. Habt ihr es gesehen? Da kann man gar nicht so richtig gucken. Ich weiß auch nicht, was ich da einstellen muss, damit man das weiter sehen kann. Keine Ahnung. Und die Garte Spandau läuft, glaube ich, ein bisschen flüssiger, wie gesagt, als die Wien. Aber auch hier, habt ihr das jetzt gerade gesehen? Kaum sage ich es, habe ich wieder so einen Stocken drin. Geil, voll hier die Bahn. Bahnübergangs-Dingsbums hier. So, wir sind dann gleich da. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben, sonst komme ich zu spät irgendwann. Ich muss ein bisschen Stoff geben hier. So, und dann müssen wir aber schon wieder ein bisschen bremsen. Was? Was denn für ein Unfall? Ach so. Ach, Kacke. Ach, das habe ich ja ganz vergessen. Man muss ja dann auch melden, ey. Ach, scheiße. Warnblinkanlage ein und so ein Zeug. Okay, wie gesagt, ich bin ja erst Anfänger, da kann das schon mal passieren. Liebe Kinder da draußen, das macht ihr bitte zu Hause nicht nach. Der Führerschein gewonnen, ey. Du geh mir auf den Sack, du blöder Pisspenner. Scheißdreck. Aber alle wollen nicht aussteigen, ne? Sind immer nur ein paar Blödmänner. Ach, steigt da gar keiner aus. Wollen nur einsteigen, dann ist ja super. Ach scheiße, warte, ich muss schnell wieder in die Cockpit-Perspektive, da will jemand was haben. So. Balim balam und jetzt machen wir die Tür wieder zu. Und dann fahren wir weiter, weil wir sind ja bestimmt schon spät dran. Was ist jetzt wieder los? Hänge ich irgendwo oder habe ich die Haltestellebremse noch nicht raus oder was ist jetzt wieder? Scheiße, was ist los? Moment! Warum geht das jetzt nicht? Kacke. Irgendwas ist faul. Warte mal, wenn ich hier das mal ausschalte, vielleicht dann.
Habe ich jetzt versehentlich auf den Rückwärtsgang geschalten oder was? Keine Ahnung. Aber zumindest habe ich rausgefunden, dass was faul ist. Und ich habe rausgefunden, wie ich weiterfahren kann. Das ist ja schon mal eine Leistung. Und weiter geht die wilde Fahrt. Richtung Stadtgrenze. Und die Leute meckern nicht immer. Das ist ja beruhigend, ne? So, da vorne haben wir schon wieder eine Haltestelle. Außerdem ist da so ein lahmarschiger Sonntagsfahrer Benz wieder unterwegs. Kann doch nicht wahr sein, oder? Kann doch einfach alles gar nicht wahr sein. So, das haben wir schön gemacht. Hoppla. Hoppla, hoppla, hoppla. Es ist rot, ne? Deswegen halte ich an. Sollte klar sein. Ich versuche mich ein bisschen an die Verkehrsregeln zu halten, auch wenn ich jetzt wieder so halb auf dem Bürgersteig stehe. Ich habe so einen leichten Rechtsdrall. Aber zum Glück nur bei dem Spiel. Ja, will ich mal ganz, ganz klar hier betonen. So, da müssen wir wieder anhalten. Also wie gesagt, das ist alles ganz schön und nett. Du hast schon wieder gesagt, fährt der Scheiße. Du gehst mir auf den Sack. Mann. So. Auf. Und trotzdem wollen noch Menschen mit mir fahren. Ist das nicht schön? Die kleine Frau, das Standgebläse wieder. Sehr schön. Bam, barem, 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 barem. Dankeschön. Und die Tür wieder zu. Okay. Und wir fahren weiter. Schön wäre, wenn ich den Fahrplan auswendig wüsste. Nicht dauernd draufschauen müsste. Das mache ich nicht und deswegen kann ich auch nicht ansagen. Obwohl ich hier Q drücken kann und dann könnte ich hier so tun, als ob ich die Dings ansage. Ach da, das gelbe Licht. Das ist, da will jemand aussteigen dann an der nächsten Station. Wenn das nicht leuchtet, muss ich doch eigentlich gar nicht anhalten. Na doch, außer es ist jemand gerade da, der einsteigen will, ne? Ist klar. Naja, das ist eine Wissenschaft für sich hier. Ist jetzt hier grün? Ja, sehr gut. Da können wir durchfahren. Und dann langsam verlangsamen. So. Da wartet auch jemand. Wartet ihr auf mich? Zeppelinstraße. Stopp, ja. Ich brauche eine Furzstrecke, bitte. Eine Furzstrecke, bitteschön. Ganz der Abend, eine Furzstrecke. Immer dieser Berliner Dialekt. Das verstehe ich nicht so. So, weiter geht's. Und wenn ihr da in den Spiegel guckt, das nervt ein bisschen. Die Fahrzeuge ploppen auf. Ich würde die gerne aus weiterer Entfernung sehen, so wie hier auch. Da habe ich ja auf ganz, ganz große Sichtweite gestellt. Ich weiß aber nicht, was ich machen muss, um das auch im Spiegel zu haben. Keine Ahnung. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Schon wieder anhalten. Ach nee, warte, das gelbe Licht leuchtet nicht. Da steht niemand. Da kann ich Zeit gut machen. Da fahren wir einfach vorbei. Jawohl. Super. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwo zu früh ankomme. Hallo! Weiter! Kann doch nicht wahr sein hier, die Schnarchzapfen. So, weiter Richtung Stadtgrenze. Jetzt habe ich gerade gesehen, da geht was rechts ab. Ey, mein Gott, irgendwann verfahre ich mich noch. Weil ich da nicht so genau drauf achte. Das ist nicht gut, Herr Frenkel. Das ist gar nicht gut. Jetzt habe ich wieder die gelbe Haltedingsbums. Das heißt, jetzt muss ich hier anhalten. Oh, ich bin so schlau, ey. Ich werde so der beste Busfahrer der Welt. Ah! Und prompt wieder ein bisschen angedötzt. Naja. Einsteigen will keiner, aber raus wollen sie, ne? Genau. Nur wegen der einen blöden Kuh anhalten müssen. Meine Fresse. Zustände hier. So, jetzt habe ich ein Problem. Da parkt einer. Komm, da kommen wir rein. Das geht gut. Ach komm! Da war kein Unfall, oder? Warte mal. Nee, ich halte jetzt nicht an. Das war kein Unfall. Das habe ich gesehen. Da war noch Platz. Lalalala. So. Weil wenn man anhält, dann dünkt mir, dass ich dann sehr, sehr, sehr zu spät komme. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Zu spät kommen oder eine Anzeige. Ich
müsste mal kurz wieder auf die Personalakte gucken. Das wird mich jetzt mal interessieren. Wo ist denn das aufgeführt? Fahrkarten verkauft, Unfälle, Fahrerflucht. Ah, erst ein Unfall, genau. Das heißt, ich habe jetzt keinen gehabt. Verletzte Fußgänger, natürlich. Nee, komm. Das sind die, die mir immer reinlaufen. Da kann ich nichts für. So. Da vorne ist wieder eine lustige Haltestelle. Da steht ein Auto. Sehe ich das richtig? Auf meiner Haltestelle? Ach so, ja, okay, da ist die Ampel. I see, I see. Linke Hand hier, wieder einen Opel Manta. Ja. Taxi! Geh mir aus der Bahn! So. Da müssen wir jetzt halten, weil, ihr seht ja, die gelbe Haltedingsbums. Außerdem steht da noch eine Tulla, die auch mitfahren will, offensichtlich. So, so langsam läuft die Sache, oder? Würde ich mal sagen, hier. Flankenschanze. Na gut, Flankenschanze. Weiter geht's. Ich schaue in den Rückspiegel, ich sehe nichts. Deswegen fahre ich jetzt hier rüber. Und das mit dem Blinken, das schenke ich mir gerade mal so ein bisschen, weil, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie der Blinker wieder ausgeht. Der geht von selber aus, wenn man dann richtig abbiegt. Aber beim Anfahren und so, weil wüsste ich jetzt nicht, wo ich draufdrücken muss. Aber das könnte ich nochmal ausprobieren. Vielleicht geht das ja dann. Hier bei Spandau. Vielleicht kann ich da irgendwie eine Taste finden. Oh, ich muss halten. Nee, ich muss nicht halten. Ich kann weiterfahren. Oh doch, da ist jemand. Da will jemand mit. Am Falkenseer Platz. So, jetzt blinken wir mal rechts. Blinke ich gerade rechts schon? Ja. Tür auf. Herein, wenn es kein Eismann ist. So. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich den Blinker wieder aus? Also wenn ich jetzt links blinke, das geht ja. Ich muss ja jetzt wieder links blinken, wenn ich anfahre, theoretisch. Oh, ich muss nach links abbiegen da vorne. Das ist ja tückisch hier. Wie kann ich denn da abbiegen jetzt? Das ist ja gar keine Abbiegespur. Hä? Erst da vorne oder was? Was, wie meinen die das jetzt hier? Der Blinker ist aus, warum? Moment, jetzt blinke ich mal links. Rechts blinken. Ja, jetzt geht er wieder nicht aus. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Wo muss ich denn jetzt lang? Scheiße. Ich kann doch hier nicht links abbiegen, oder? Kann ich hier links abbiegen? Oh, es ist grün. Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das ist doch hier... Das ist ja Einbahnstraße, da kann ich nicht abbiegen. Der meint hoffentlich schon da, ne? Ja. Okay, sieht gut aus. Sieht gut aus. Dann biegen wir halt mal hier ab, ne? Freudstraße, Stadtgrenze. Welches denn? Oh, scheiße, ich bin verwirrt. War Freudstraße nicht das, was ich gestartet bin? Ihr seht mich konfusioniert. Also quasi verwirrt hier. Scheiße. Oh, kacke, da vorne. Oder da lang? Ich weiß gar nichts jetzt. Wie muss ich denn fahren? Scheiße, ich habe keine Ahnung. Da vorne ist eine Haltestelle. Ja gut, da werden wir jetzt da hinfahren und schauen, ob das stimmt. Ob das noch richtig ist. Ich weiß es ja nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Ob das eine richtige Haltestelle ist, weil die steigen ja nur ein, wenn ich jetzt hier richtig bin, glaube ich. Scheiße. Ich fahr nicht scheiße! Geh mir auf den Senkel hier! So. Okay, ich bin richtig! Hurra! Was für ein Glück. Ich war verwirrt. Ich war verwirrt. So. Und ab geht's wieder. Da ist noch eine Haltestelle, aber... Ja, da ist auch jemand, der einsteigen will. Ja was, jetzt plötzlich ist es doch ein Unfall gewesen. Das kotzt mich an, das hat er nicht angezeigt hier, verdreckte Kacke. Ja, okay, dann war das wohl doch ein Unfall vorhin. Oh, stopp, anhalten. Müssen wir hier anhalten? Will hier jemand rein? So, jetzt bin ich wieder ein bisschen durcheinander, aber hier will anscheinend niemand rein. Raus will auch keiner, also weg hier. Weiter. Oh, ich muss da rüber. Oder? Muss ich jetzt links abbiegen?
Ich bin echt verwirrt. Jetzt warte mal. Wenn ich hier auf Einfügen gehe, dann kann ich mir das angucken, ne? Ich will eigentlich zur Stadtgrenze. Freudstraße? Stadtgrenze. 10.44 Uhr. Ich weiß es nicht. Ist das richtig? Muss ich hier links abbiegen? Ich kann gar nicht links abbiegen. Nee, ich muss weiterfahren hier, oder? Weil von der Freudstraße komme ich ja. Was ist denn jetzt wieder? Ich hänge hier schon wieder. Oh, da vorne ist eine Sackgasse. Kacke. Das heißt, ich muss doch abbiegen. Muss ich zurückfahren jetzt, oder was? Okay, also, leichtes Chaos. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ihr werdet vielleicht beim nächsten Mal erfahren, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder nicht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich sag danke, ciao, ciao.